angucken, wo wir die Rüstkammer finden. Ja, genau so ein Problem hatte ich schon mal festgestellt bei irgendwas anderem. Achso, ich hatte die schon Wasser sammeln lassen und die sagen auch nichts dazu und wundere mich, warum das immer auf Null steht. Und dann habe ich ja, weil ich keinen Wasserspeicher extra gebaut hatte. Obwohl überall auf den Lagern diese Wasserfässer standen. Interessiert das Spiel aber nicht. Man braucht die originalen Gebäude dazu. Einrichtung. Okay, das ist nicht. Also muss ein Lager sein. Moment. Aha. Ist das neu? Das sagt mir so gar nichts. Ich glaube, das ist neu. Dann werde ich das mal hier hinten platzieren, ja, wo es mich am wenigsten stört. Oh, ist auch doof. Moment. Ja, laufen wir noch durch den Weg. So. Na, doch eben grünes Licht gesehen. Na komm. So. Es geht ja auch nicht darum, dass es jetzt hier stehen bleiben soll, sondern nur, dass ich es aufbauen kann und dann rüberschieben. Brauche ich nicht ständig hin und her rennen. Okay, hier gibt es also eine Treppe jetzt. Also ich bin sehr, sehr sicher, dass dieses Gebäude neu ist. Ist ja kein Wunder, dass sie irgendwie nicht klarkommen mit ihrer Welt. Halt. Ich glaube, ich sollte die nehmen. Dafür müsste ich noch ein paar mehr haben. Damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet, dass ich hier bloß irgendwelche Bauten machen muss, plötzlich. Eigentlich reichen. Halt. Ist auch reichen, Moment. Wir versuchen das mal. Also, hochwertige Bretter umschalten. Zumal das Ding ja auch immer noch einen Einbau braucht in irgendeiner Form. Wahrscheinlich können wir jetzt hier die ganzen Waffenständer hinstellen. Zu essen hier. Klar fehlen mir 6 Steine. Wie soll es auch anders sein? Dann holen wir nochmal 6 Steine. Na, jetzt bin ich ja gespannt. Also das Gebäude habe ich überhaupt noch nicht einmal gesehen bis jetzt.
Spiel. Könnt auch mal irgendwas sagen, so, wo ihre Produktion funktioniert nicht oder irgendwas. Ja, jetzt habe ich hier einen offiziellen Waffenständer, die Dinger, die ich die ganze Zeit schon gebaut habe. Dein Ernst? Dein Ernst? Das brauche ich, damit ich das fertigstellen kann? 44 Pfeile. Habe ich meine ganzen Pfeile verbraucht? Nee. Spiel, du ärgerst mich heute ein wenig. Ich nehme meine ganzen schönen Stöcker und Steine aufbrauchen für dich. So. Weil es so schön ist, muss ich jetzt zum Jäger gehen, weil nur da kann ich die Pfeile bauen. Schön, dass ich hier schon Ständer gebaut habe, ohne Ende. Und ich noch nicht wusste, was ich damit anfangen soll eigentlich. Sich hier ein neues Gebäude reingeschmuggelt. Okay. Also wie man dazu kommt, diesen Pfeilständer, der zu nichts Nutze ist, außer da zu stehen, mit 44 Pfeilen, die man vorher bauen muss, zu bestücken, ist ein bisschen suspekt. Oder die trinken dazu viel bei den Entwicklern. So. Das ist also die heldenhafte Waffenkammer, ja? So. Rüstkammer abgeschlossen. Wo ist der lustig? Ja. Und nun kann ich hier noch was reinbauen? Moment. Also ein allgemeines Lager wäre ja wahrscheinlich schlau, oder? Ach, das kann ich jetzt hier nicht reinbauen. Kann ich hier noch... keine Ahnung. Holzlager bringt ja auch nichts, oder? Ich weiß nicht, was ich hier noch schlau reinbauen könnte. Dann eben nicht. Nee, Tür nicht. Wir wollen das Gebäude haben. So. Ist ja auch schlau. Jetzt zeigt er mir das komplett falsch an. Das war nämlich... Was ist mit dieser Treppe? Lass mal jetzt hier hin klatschen. Ganz so weit weg von mir. Vielleicht hier so. Stellen Sie mal kurz hin. Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Da können Sie noch vorbeilaufen, oder? Ja. Nicht, dass Sie sich hier irgendwo aufhängen. Also das ist jetzt die Waffenkammer. Okay, Waffenkammer. Haben wir.
Jetzt müsste ich doch Uschi. Nee, Torihiro. Nee, wie heißt er denn? Kiku. Kiku dazu bringen, dass sie mir bitte mal ein Katana baut. Kann sie aber nicht mehr, weil sie das Stahl woanders verbraucht hat gerade. Oh. Okay. Und alles funktioniert sowieso eigentlich. Wie kann sie denn jetzt was hergestellt haben, wenn sie doch erst nur zum Jahresanfang was herstellt? Sehr verwirrend. Sehr verwirrend. So. Mach das jetzt hier alles mal rein. Sollte natürlich auch mal Eisen reinpacken. So. Füll mal meine Pfeile hier auf. Auch wenn die jetzt gleich wieder. Achso, wenn ich die jetzt da reinpacke, verschwinden die doch gleich, oder? Ich habe auch keinen Bogen gebaut. Das ist auch nicht höher geworden. Ich will jetzt nicht meine Katanas da opfern, bloß damit die ein bisschen bessere Werte haben. Ist ja nicht so unbedingt zielführend. Haben wir noch Holzstämme? Ich weiß nicht, warum ich aus den Holzbrettern kein Brennholz bauen kann. Wäre ja auch irgendwie logisch, wenn ich aus allem Brennholz machen kann, weil verfeuern tun sie ja auch alles. Oh, haben wir jetzt alles verbraten hier an Holzstämmen. So schnell ist eine Jahresproduktion mal weg und dahin. Mal so, jetzt mache ich nämlich Brennholz draus. Damit auf jeden Fall auch genug Kohle da ist, um mehr Stahl herzustellen. So. Ja, du lauf mal da immer hin und her, passt schon. Ja, willkommen in der Zeit nach dem letzten Repair-Update, das alles repariert hat, was so eine Probleme darstellt. Gut. Wollen wir mal nicht weiter meckern jetzt. Die geben sich ja Mühe. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich hier mein Landgut unterbringen soll, was irgendwie anscheinend ja frei bebaubar sein soll, wie ich das gerade auch möchte. Das wird nochmal spannend von dem Platz. Und schön wäre, wenn man auch mal die Außengrenzen sehen könnte beim Baumodus. Dass man so ein bisschen entscheiden kann, wo lang man baut. So, ich gehe jetzt hier mal in den schnellen Vorlauf. Hoffe ich jedenfalls. Warum immer Okiko hier auf meinem Bett starrt.